Ich darf auch recht herzlich grüßen. Schön, wenn das Saal wieder so voll ist. Das erlebt man heute in Kirchen nicht immer. Da werden die ersten zwei Reihen bestückt. Man sieht auch hier, wie schnell die Zeit vergeht. Vom halben Jahr waren wir hier und jetzt schon wieder. Es geht aufs Ende zu, persönlich und in dieser Welt. Was auf uns zukommt, im Detail wissen wir das nicht, und ich lege, wie Lothar schon sagte, auch den Schwerpunkt jetzt nicht auf das, was alles kommt, das kommt natürlich mit rein, sondern wir wollen doch mit der richtigen Blickrichtung durch unser Leben gehen, in die Zukunft gehen, auf das zugehen, was auf uns zukommt. Ich lese ein Wort aus Hebräer 12. Den letzten Abschnitt von Vers 1 und den ersten Abschnitt von Vers 2, 12. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Amen. Blicke nur auf Jesus, egal was kommt. Blicke nur auf Jesus. Drei Leitgedanken dazu. Erstens, Jesus sehen. Zweitens, Jesus kennen. Und drittens, Jesus lieben. Erstens, Jesus sehen. Und da meine ich tatsächlich das Sehen mit unseren Augen. Bitte nicht gleich zusammenzucken. Unseren leiblichen Augen. Allerdings nicht so wie damals die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, ihn vor Augen hatten und sahen. Auch nicht im Sinne von irgendwelchen Jesus-Erscheinungen, Jesus-Visionen. Auch nicht, wenn man ein Bild von Jesus anschaut oder eine Figur, eine Statue, sondern dorthin schauen, wo wir Jesus sehen. Und das kann nur die Bibel sein. Nichts anderes. Wenn wir wissen wollen, wer Jesus ist, wie Jesus ist, dann müssen wir dorthin schauen, wo er uns begegnet, wo er sich offenbart. Nämlich in seinem Wort, nicht in unseren Träumen oder wie gesagt Visionen oder sonstigen komischen Dingen. Die Bibel, Gottes Wort, Gottes heiliges, unfehlbares Wort, stellt uns Jesus ja vor Augen. Und zwar so wie nirgends sonst. Und er selber sagt ja, mal im Gespräch mit Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr sucht in der Schrift, ihr meint, ihr habt das Leben darin, aber sie, die Schrift ist es, die von mir zeugt. So eine kleine Hilfestellung, wir lesen hoffentlich alle fleißig und treu die Bibel, lesen wir sie auch unter diesem Gesichtspunkt, ich möchte ihn immer mehr sehen. So wie damals die Leute zu Jesus kamen, zu den Jüngern kamen, wir wollen Jesus sehen. Woher wissen wir, woher haben wir denn unser Wissen über Jesus? Wenn nicht aus der Bibel, wenn nicht aus der Heiligen Schrift. Von irgendwelchen Sektierern oder falschen Propheten, Esoterikern, die uns irgendeinen Jesus vor die Augen stellen, der mit dem Jesus der Bibel oft wenig oder gar nichts zu tun hat. In Gesprächen kann man das durchaus erleben, dass Menschen einem sagen, ja, ich glaube auch an Jesus. Wenn man ein bisschen nachhakt und an der Oberfläche kratzt und pottelt und ein bisschen den Kalk runterschüttelt, dann kommt was ganz anderes unten vor. Ja, war auch ein toller Mensch und ein gewaltiger Arzt und Revolution oder sonst was. Hören wir nicht auf diese Stimmen, denn die kommen ja auch auf uns zu. Den haben wir auch zu tun. Schauen wir hinein in Gottes Wort. Dort wird uns Jesus so dargestellt, stellt er sich uns so dar, wie er wirklich ist. Und das fängt ganz an bei seiner Gottheit, so wie es schon im altkirchlichen nizänischen Credo bekannt wird. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Schon da haben manche auch, die sich Christen nennen, ihr Problem. Ja, Gott, Jesus ist nicht Gott. Er ist so ein Untergott und Nebengott und so was Halblebiges, aber nichts Ganzes. Da können wir zu den Zeugen Jehovas gehen, wenn wir so denken. Die Bibel sagt uns, er hat die Herrlichkeit, die Lichtsherrlichkeit, er, der ewige Gottessohn,
die zweite Person der Dreieinigkeit, die Herrlichkeit beim Vater verlassen und wurde auf wunderbare, jetzt kommt das nächste Problem, wunderbare, unsere Vernunft überhaupt nicht einleuchtenden Weise gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, da eckt man heute an, auch in kirchlichen Kreisen. Man sagt, Jesus ist von der Jungfrau Maria geboren, das gibt's doch nicht. Doch, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und warum hat er diese Herrlichkeit verlassen? Warum ist er auf diese Welt gekommen? Wir wissen das, alles klar. Um unsere Erlösung und unseres Heils willen. Und da schauen wir Gott in sein liebendes Vaterherz. Er sendet den Sohn um unserer Erlösung willen. Zu uns sündigen, verlorenen, wie Martin Luther gerne sagte, verdammten Sündern. Wenn wir hineinschauen in Gottes Wort, in die Heilige Schrift, in die Bibel, dann begegnen wir dieser Liebe Gottes im Angesicht von Jesus Christus auf Schritt und Tritt. Wie kein anderer hat sich der Heiland der Nöte der Menschen angenommen. Andere gingen gerne an diesen Nöten vorbei, er nicht. Sein Herz schlug auch für seine Feinde, sodass er am Kreuz noch beten konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vor keinem Elend, vor keiner Not verschließt Jesus die Augen, damals nicht und heute nicht. Verstopft die Ohren nicht von diesem Schrei, Herr, erbarme dich. Jesus gestern, heute und dasselbe in Ewigkeit, das gilt auch in unseren Tagen. Er ist derselbe. Und dann schau ihn an, schau ganz genau hin, hinein in Gottes Wort, wo dann Johannes der Täufer sagt, siehe, auch er lädt uns ein zu schauen, hinzugucken. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Ich beobachte seit Jahren etwas in der frommen Christenheit. Wir haben uns sehr an die Kreuzesbotschaft gewöhnt. So sehr, dass sie uns fast langweilig ist. Dass wir gerne aufbrechen zu anderen, noch viel wichtigeren Themen. Sag mir erst ein wichtigeres Thema als das Thema der Erlösung der Welt durch den Kreuzestod von unserem Herrn Jesus Christus. Das Lamm Gottes, sieh hin, schau hin, wie es der Welt Sünde wegträgt. Wie der Unschuldige, der Sündlose, für Schuldige, für Sünder die Strafe erduldet am Kreuz. Schon Jesaja spricht davon, die Strafe, die du, die ich, die wir verdient haben, liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, Frieden mit Gott, versöhnt sein können mit Gott. Das ist das Zentrum, das ist die Mitte der Schrift. Der Reine, der sich unter seinen eigenen, den Fluch seines eigenen Gesetzes stellt, an unserer Stadt, an deiner, meiner Stadt verflucht, der den Kelch des Zornes Gottes austrinkt bis zum letzten Tröpflein, der alles auf sich nimmt, was wir verdient haben. Schau hin, blicke auf Jesus, schau hin. Wenn Gethsemane mit dem Vater ringt, wenn es irgend möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wie er mit seinem blutigen Leiden und Sterben vollkommene Sühne leistet am Kreuz, aller Gerechtigkeit Genüge tut und alle verletzte Heiligkeit versöhnt. Und der Vater, er bestätigt diesen Tod, dieses Opfer. Er weckt den Sohn von den Toten. Schau hin, blicke auf zu Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Zweifelst du immer noch an seiner Liebe? Zu dir, ganz persönlich? Hoffentlich nicht. Zweifle nicht, sondern glaube dem, was Gottes Wort sagt. Glaube, wenn der Herr Jesus sagt, es ist vollbracht und dass er dabei auch an dich gedacht hat. Mit Zweifeln an Gottes Wort, mit Zweifeln am Evangelium entehren wir den Vater. Mit Glauben an sein Wort ehren wir ihn. Gehören wir zu denen, die Gott ehren,
an sein Wort, an das, was geschrieben steht, glauben, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und was hat er gesagt in seinem heiligen Wort? Dass alle, die an ihn glauben, an diesen Sohn, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Schau auf Jesus. In Gesprächen, in der Seelsorge kann man oft erleben, bei frommen, gläubigen Leuten, dass plötzlich ihr Glaubensboden ins Wackeln kommt, wie so ein Schlamm unter ihnen wird. Warum? Weil sie nur auf das schauen, was sie fühlen und empfinden und meinen und denken. Erinnere mich an manches Gespräch dieser Art. Ich fühle nichts. Es kann ja sein, dass du nichts fühlst. Ich fühle auch nicht immer was. Es steht geschrieben. Darauf gründet sich der Glaube. Darauf gründet sich das Vertrauen. Da müssen wir hingucken. Hingucken zu Christus, dem Gekreuzigten. Wie er schweißgebadet, blutüberströmt am Kreuz seinen letzten Atemzug aushaucht und von Spöttern verachtet wird. Wie es in einem Lied heißt, wie hängt dein Heiland da, blutend auf Golgatha? Seele, schau hin, Seele, schau hin. Er will als Gotteslamm liebend vom Kreuzesstamm dich zu sich ziehen, dich zu sich ziehen. Er trägt dich mit Geduld, büßt deine Sündenschuld, büßt deine Sündenschuld, o welche Huld. In solchen Kreis wie hier ist es immer gefährlich, das, was ich jetzt sage, zu sagen. Aber ich sage es trotzdem. Hat er dich schon zu sich gezogen? Oder bist du ein Mitläufer? Einer, der abnickt. Hat Jesus dein Herz schon für sich gewonnen? Dann lass diesen Tag nicht vorbeigehen, bis du Gewissheit hast. Er steht auch heute vor deiner Tür und sagt, schau mich an. Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, mit deiner ganzen Schuld, mit deiner ganzen Sündenlast. Hast du dich schon von ihm ziehen lassen? Dann ein zweites. Jesus kennen. Wir können viel über Jesus wissen. Wenn wir die Bibel, wie gesagt, lesen, betrachten, uns hineinlesen in die Heilige Schrift, dann können wir tatsächlich viel von ihm wissen. Aber von ihm wissen heißt noch lange nicht ihn kennen. Ich kann auch von meinem Nachbar viel wissen, was für ein Auto hat und was er verdient und was weiß ich alles. Aber kennen tue ich meinen Nachbarn deshalb noch lange nicht. Kennen ist was ganz anderes als wissen. Wissen eignen wir uns an durch Lesen, durch uns informieren, hören. Und das ist wichtig. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir auch unser biblisches, unser theologisches Wissen immer mehr vermehren, immer tiefer eindringen. Aber Wissen führt nicht automatisch zu tiefem Glauben, Vertrauen und zum Kennen oder gar zur Liebe. Das komme ich am Schluss dann her. Kennen kann sogar zum Unglauben führen oder zum Misstrauen. Wenn ich einen Menschen kenne, also ich habe vielleicht schon mal gesagt, fast 20 Jahre Gefängnisarbeit gemacht, da lernt man schon den einen oder anderen Gefangenen kennen. Ab dem würde ich nicht mal einen Cent in die Hand geben. Also dieses Kennen hat genau das Gegenteil ausgelöst. Genau das Gegenteil. Weil ich den kenne, vertraue ich ihm nicht. Bei Jesus sollte das natürlich völlig anders sein. Wissen ist eine Sache des Kopfes und Gott hat uns einen Kopf gegeben. Hoffentlich benutzen wir unseren Kopf. Also bei manchen hat man schon den Eindruck, der Kopf ist irgendwo abgelegt worden. Das Hirn ist amputiert. Ich möchte jetzt nicht zu weit greifen, aber manchmal könnte man das auch inzwischen bei manchen Politikern denken.
also der frühere bayerische Ministerpräsident, ich höre ihn heute noch in einer Ansprache, wo er mal sagt, ich könnte Ihnen ja mein Gehirn ausliefern, gewissermaßen als Prothese. War an die Adresse einer anderen Partei, ich sage jetzt nicht mehr dazu. Also wir haben einen Kopf, wir haben ein Gehirn bekommen und wir sollen den Kopf und das Hirn gebrauchen, wir sollen denken, nachdenken. Aber Kopfwissen allein ist zu wenig. Die Bibel warnt sogar in gewisser Weise davon, zu viel Kopfwissen kann uns ja auch aufblähen, überheblich machen, arrogant machen, den anderen immer spüren lassen, wie viel wir schon wissen und er noch nicht. Wie viel wir schon begriffen haben und er noch nicht. So ein Dummerchen da hinten. Das ist ein geistlicher Hochmut pur, sonst gar nichts. Denn wenn wir überlegen, wie wenig wir wissen, gemessen an dem, was es zu wissen gäbe, dann wissen wir fast gar nichts. Also wir können durchaus viel wissen, aber geistlich betrachtet hat das noch nicht viel zu sagen. Ich kann, oder wir können, gute, hervorragende Schriftgelehrte sein, brillante Theoretiker, in der theologischen Diskussion natürlich immer den Sieg davon tragen, weil wir ja alles genau wissen und genau richtig erkannt haben. Wir können schlagfertig argumentieren, vielleicht jeden Bibelkundetest bestehen, mit Bravour, mit Lob und Anerkennung. Vielleicht sogar gleichen wir einer wandelnden Konkordanz oder einem wandelnden Bibellexikon. Auch solche Leute gibt es ja. Du weißt vielleicht alles über Jesus. Du weißt vielleicht alles über Jesus. Dein Hirn ist voll davon. Wie sieht es im Herzen aus? Liebst du ihn? Auf die Liebe komme ich am Schluss, im letzten Abschnitt. All dein Wissen über Jesus, wie viel Einfluss hat es eigentlich auf dein Leben? Wie viel Einfluss hat dein Wissen von Jesus auf dein Leben? Kann es nicht sein, dass in der Christenheit heutzutage, zumindest in unseren Breiten, manche theologischen Wasserköpfe rumlaufen, aber in den Beinen gelähmt, im Herzen kalt? Und dann, anstatt nach dem zu trachten, da schlägt sich ja dann nieder im Leben, anstatt nach dem zu trachten, wie Paulus sagt, was droben ist, nämlich dort, wo Christus ist, wo wir ihn sehen, wo er ist, jagst du vielleicht genauso wie Herr Jedermann nach den Dingen dieser Welt, Gütern und Schätzen, nach Ehre und Anerkennung und Reichtum. Anstatt zu bedenken, dass du nur ganz, 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 ganz kurze Zeit Gast bist auf diesem Planeten, richtest du dich hier ein, als ob du hier ewig wärst. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Du und ich, wir nehmen nicht mal einen Cent mit. Stand viel an Särgen. Ich habe viele Leichen gesehen im Laufe der Jahre im Dienst. Das ist interessant. Da liegt jemand, was hatte der an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten in seinem Leben? Und jetzt, Pustekuchen, nichts mehr davon da. Da liegt er in seiner Kiste und ein paar Stunden später liegt er 1,80 und wenn es Doppelgrab ist, noch ein bisschen tiefer unter der Erde. Wir sind nur ganz kurze Zeit Gäste auf diesem Planeten. Schaffen wir den ewigen Dingen Raum in unseren Herzen oder sind sie angefüllt mit diesen irdischen Dingen? Jemand sagte einmal sehr treffend, ich liebe diesen Satz, man stirbt und ich lege Wert auf Nichtigkeiten. Man stirbt und ich lege Wert auf Nichtigkeiten. Wie recht hat doch dieser Mann? Wir wissen doch alle, in 100 Jahren, in 50 Jahren vielleicht die Hälfte, in 100 Jahren ist keiner von uns mehr hier. Und wie schnell ein Jahr vergeht, in ein paar Wochen ist schon wieder Weihnachten. Ziehen wir die Konsequenzen aus unserem Wissen, aus dem Wissen
vor allen Dingen, dass wir von Jesus haben. Ziehen wir unsere Konsequenzen. Ich drehe den Satz mal ein bisschen um oder verändere ihn. Er lebt, ich meine Jesus, er lebt und ich lege Wert auf Nichtigkeiten. Er lebt und ich lege Wert auf Nichtigkeiten. Wie viel Wert ist dir Jesus? Da muss jeder für sich selber Antwort geben. Man kann ja im Gottesdienst oder bei so einer Versammlung unwahrscheinlich fromm sein. Da sprudelt das Herz über. Im Gottesdienst, ja natürlich im Gottesdienst, da steht bei mir der Herr Jesus im Mittelpunkt. Da ist der Heiland das Wichtigste für mich. Und dann, in der Kirche läuten dann die Glocken, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Sonst singt man vielleicht noch ein Lied oder sonst etwas. Und dann kommt der Alltag. Und im Alltag sind wir wieder alle anderen Dinge viel, viel wichtiger als er. Da hat er so irgendwo, so wie in so einer katholischen Wirtschaft, so eine Herrgottsecke da hinten, so ein Winkel. Da hängt er irgendwo auch noch mit drin. Prüfen wir uns doch mal selber, ob das nicht der Fall ist. Ob nicht unser Lebenshäuschen oder unsere Lebenswirtschaft angefüllt ist mit allem und dann irgendwo hinten drin gibt es noch so einen Herrgottswinkel. Und unter diesem Kreuz, in dieser Kneipe, wird geflucht und gesoffen und alles Mögliche getrieben. Das interessiert doch gar nicht. Wie viel interessiert uns Jesus in unserem ganz alltäglichen Leben? Wird er nicht ganz schnell nach hinten geschoben? Da wird Essen und Trinken und Geld verdienen und dies und alles wichtig, wichtig und noch wichtiger. Und er darf auch irgendwo am Rande noch ein bisschen mitgehen. Heißt das Jesus kennen? Das ist ja unser zweiter Punkt. Heißt das wirklich Jesus kennen? Ihn vor Augen haben? Mit ihm leben? Mit ihm wandeln? Mit Sicherheit nicht. Wer Jesus wirklich kennt, der lebt mit ihm. 24 Stunden rund um die Uhr. Und er will mit ihm leben. Das Leben in der Gegenwart des Herrn ist für jemand, der Jesus kennt, das Wichtigste. Allzeit in seiner Gegenwart leben. Und was geschieht dann? Nur so lerne ich ihn immer besser kennen. Nur so. Je mehr ich Gemeinschaft mit ihm habe, das ist ja im zwischenmenschlichen Bereich genauso, je mehr ich mit einem anderen Gemeinschaft habe, desto besser lerne ich ihn kennen. Deshalb ist es durchaus berechtigt zu sagen, auch nach 50 Jahren Ehe kennt man sich immer noch nicht ganz. Da kommen immer wieder neue Dinge zum Vorschein. Oh, hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine es positiv. Meine Frau sitzt da hinten. Viel Umgang, viel Gemeinschaft führt zum Kennenlernen. So lerne ich Jesus kennen. Und dann, wenn ich ihn kennenlerne, je mehr ich Jesus kennenlerne, desto mehr weiß ich, dem kann ich vertrauen. In jeder Lebenslage. Egal was kommt. Egal was mir begegnet. Egal welchen Weg Gott mich führt. Ihm, dem guten Hirten, dem Heiland, kann ich vertrauen. Unverbrüchlich steht er zu allen Aussagen in seinem Wort. Die Schlange kommt immer um die Ecke, sollte Gott gesagt haben. Und Jesus sagt, es steht geschrieben. Je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr weiß ich, woran ich bei ihm wirklich bin. Manche haben ja ein Problem damit. Weiß ich, kann ich mich wirklich darauf verlassen? Weiß ich eigentlich, woran ich mit diesem Jesus bin? Ja, wenn du ihn kennst, weißt du das. Und lernst es immer mehr erkennen. Dann weiß ich an seiner Liebe zu mir gibt es nichts zu rütteln. Er liebt mich. Und jetzt sind wir beim dritten und das geht noch ein bisschen länger. Wie sieht es mit deiner und meiner Liebe zu Jesus aus? Wir haben vom Wissen über Jesus gehört, ihn kennenlernen. Das ist interessant, dass auch im Grundtext ja Erkennen und Lieben
praktisch austauschbare Begriffe sind. Er erkannte seine Frau und sie war schwanger, heißt es zum Beispiel. Jesus lieben. Jetzt wird es ernst, ganz ernst. Darf ich dich einmal fragen? Ich will aber kein Handzeichen. Ich will auch keine Antwort auf, dass jemand aufsteht. Liebst du Jesus? Gehört vielleicht zu den heikelsten Fragen überhaupt. Schauen unter Menschen so. Da gibt's kein Ausweichen. Diese Frage gibt doch Einblick in die tiefere Beziehung, die ich zu jemand habe. Und im Blick auf Jesus, diese Frage steht letztlich für meine Beziehung. Da geht es an die Wurzel, da geht es wirklich ans Eingemachte. Und das ist interessant, wir kennen ja alle diese Geschichte, als bibelkundige Leute wissen wir alle, wie das damals am See Tiberias war, der auferstandene Herr, die Jünger hatten irgendwo so ein bisschen Depression und dann gingen sie wieder fischen und sagen, so alles vorbei, jetzt gehen wir halt wieder ein paar Heringe fangen. Ne, die gibt es im See Genezareth nicht, da gibt es Karpfen und Schleim und was weiß ich, Forellen. Jetzt gehen wir wieder fischen. Dann steht ja der Auferstandene am Ufer und empfängt sie und dann kommt dieses Mahl zustande, Fisch und Brot. Und dann stellt er seinem Apostel Petrus, der ihn kurz vorher noch dreimal verleugnet hat, stellt er einfach die Frage, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Stell dich mal in diese Reihe. Hast du mich lieb, fragt der Herr Jesus. Er fragt ihn nicht, wobei das nicht unwichtig wäre, überhaupt nicht. Aber er fragt ihn nicht, Petrus, glaubst du mich, vertraust du mir? Fragt er nicht. Ich sage nochmal, obwohl das sehr wichtig ist. Er fragt nicht einmal, kennst du mich? In all den Jahren, wo wir jetzt unterwegs waren, wie gut hast du mich kennengelernt? Jetzt kommt die Nagelprobe auf Vertrauen, Glauben und Kennen. Jetzt kommt die Nagelprobe. Sag mal, liebst du mich eigentlich? Ganz einfache Frage. Eine Frage, die der Herr, wie gesagt, auch an uns stellt und richtet. Und man kann dieser Frage nicht ausweichen. Stell dir mal vor, die Frau fragt den Mann, sag mal, liebst du mich? Ja, eigentlich, schon alles gegessen. Eigentlich schon. Da kommt automatisch ein Aber. Aber nicht immer. Ja, auch nicht immer, natürlich. Liebst du mich? Hast du Jesus schon einmal im Gebet hoffentlich gesagt, Herr Jesus, ich liebe dich? Das hört sich furchtbar schwärmerisch an. Hat gar nichts mit Schwärmerei zu tun. Er ist ein lebendiger Herr. Er ist ein ganz lebendiger, normal da. Und er ist eine Person. Sogar die wichtigste im ganzen Universum. Diese Frage wirft doch ein Licht auf unsere Beziehung, wie vorhin gesagt, zu unserem Herrn. Und sie ist tatsächlich gemeint, wie sie gestellt ist. Nicht drumherum, sondern er fragt mich nach meiner Liebe. Hast du mich lieb? Wie antworten wir? Überlege gut, überlege sehr gut im Licht, im Angesicht Gottes, was du darauf wirklich antwortest. Wir sind ja so schnell dabei. Ach, das ist ja, ich komme wieder auf den zwischenmenschlichen Bereich zu sprechen, ist ja so schnell dabei, so in einer Überschwang der Begeisterung zu sagen, oh, ich habe dich ganz arg lieb. Meistens hält es nicht allzu lange oder oft nicht. Begeisterung für Jesus ist nicht Liebe. Man kann für Jesus begeistert sein. Und ich sage nicht einmal, dass man nicht begeistert sein darf. Vielleicht sind wir manchmal zu wenig begeistert. Aber Begeisterung ist nicht gleichzusetzen mit Liebe. Begeisterung ist Gefühlsschwankungen unterworfen. Ich kann heute himmelhoch jauchzend sein, begeistert sein.
Und morgen hänge ich im Keller, ist alles dunkel und dann ist so eine Nebelwand um Jesus herum und die Begeisterung ist so gut wie weg. Also ich kann mächtig von Begeistern von Jesus schwärmen, ich kann sogar noch kräftiger und mächtiger trällern, also Lieder über Jesus, mir meine Jesusliebe von mir geben, ob als Solist in der Badewanne oder der Dusche oder im Chor, macht jetzt nichts aus, aber ich kann wunderbare, schöne Lieder, hoffentlich singen wir Lieder dem Herrn zur Ehre und aus Liebe zu ihm. Aber Liebe ist tiefer, Liebe geht tiefer. Deshalb stellt er unsere Liebe auch auf die Probe. So wie auch den Glauben. Das kann sich unser Herr leisten und interessanterweise, er leistet es sich auch. Und dabei schont er uns nicht einmal. Da sind wir bei den Dingen, die auf uns zukommen können. Als Jesus-Leute, als Jesus-Liebhaber. Er erspart uns nicht. Zum Beispiel schmerzhafte Schmelztiegel des Leidens. Oh, ich habe so viele Glaubensbrüder und Schwestern, die haben schwer zu leiden. Ich überlasse es den Träumern, die sagen, wenn einer richtig glaubt, kennt er das nicht. Dann hat Paulus nie richtig geglaubt, keine Sekunde. Der Schmelztiegel des Leidens bleibt keinem Jesus-Liebhaber erspart. Dabei können diese Leiden sehr unterschiedlich aussehen. Und dann gibt es, ich drücke es mal so aus, Erdbeben der Trübsal und Sturmfluten der Drangsal. Wir sind von äußeren Sturmfluten der Drangsal und Erdbeben dieser Art noch verschont. Viele Brüder und Schwestern in dieser Welt schon lange nicht mehr. Und wie lange wir noch verschont bleiben, ich bin da nicht so sicher, ob das noch allzu lange währt. Da wird unsere Jesusliebe dann auf Probe gestellt. Wenn unsere Märtyrergeschwister ihren Straflagern unter Folter und Gefängnis dann den Schergen sagen, ihr könnt alles mit uns machen, aber eins könnt ihr nicht, uns Jesus nehmen, unsere erste Liebe. Das kann auf uns zukommen. Täuschen wir uns nicht. Dann können ganz schnell, können wir in Sümpfe der Verzagtheit geraten. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, die Gewitterstürme der Sorgen und der Ängste? Wir haben vorhin gehört, in der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis. Wenn jetzt jemand sagt, ich weiß nicht, was Sorgen ist, darf er aufstehen und da vorne mal sagen, wie das zugeht. Sorgen, Ängste, Nöte, Probleme. Wie steht es da mit unserer Jesusliebe, wenn es eng wird, wenn es Wasser an der Unterlippe steht? Können wir da immer noch sagen, Herr, ich liebe dich? Wollen wir es noch sagen? Und vielleicht trifft uns am allerhärtesten, wenn Jesus noch tiefer schürft, wenn der Herr Jesus uns zeigt, wer wir sind. Davor scheuen sich ja viele Christen. Das ist wie wenn einer sagt, ich gehe nicht zum Arzt, weil ich will schon gar nicht wissen, wie es um mich steht. Ich will die Diagnose gar nicht hören. Wenn er mir meine Sündhaftigkeit zeigt, die Abgründe meiner Boshaftigkeit, die Sümpfe da drin, nach außen, da sind wir ja unwahrscheinlich fromme Leute, rechtschaffene Leute, gute Leute. Aber wer ehrlich vor Gott und vor seinem Wort und vor sich selber ist, weiß doch, nach außen kann ich wie die Pharisäer eine polierte Schüssel sein und innen drin voller Dreck, voller Schmutz, voller unreiner Gedanken. Nach außen wie ein getünchtes Grab, sagt der Herr Jesus, und innen drin voller Totengebeine. Und jetzt zeigt mir der Herr, weil er mich nicht schont und auch nicht schonen will, er lässt auch das auf mich zukommen.
dass ich mich selber im Lichte Gottes, im Lichte seines Wortes erkenne. So erkenne, dass ich vielleicht sogar vor mir selber fast zu Tode erschrecke. Und wenn er dann zu mir sagt, ich kenne dich durch und durch und ich liebe dich trotzdem. Oder soll ich sagen, gerade deshalb, weil ich für Sünder gekommen bin zur Erlösung. Niemand darf der Liebe des Heilands gewisser sein, als der, der unter seiner Sünde leidet. Leidest du unter deiner Sünde oder sagst, ich bin schon recht. Ah ja, so eine kleine Macke habe ich auch, so ein kleines Fehlerchen und so ein bisschen schräg liegt manches bei mir, aber im Großen und Ganzen bin ich in Ordnung. Wie soll ich da Freude an der Gnade Gottes haben? Wie soll ich da zu einer Liebe zum Heilen durchbrechen können? Wenn ich das einmal erkenne, wie abgrundtief verdorben ich bin, dann sehne ich mich nach einem, der mich in die Arme nimmt, der sagt, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe dafür am Kreuz bezahlt mit meinem Blut. Dann sehne ich mich nach einem, der Schuld und Sünde vergeben kann und vergeben will, wenn wir umkehren in seine offenen Liebesarme. Und dieser eine ist unser Herr Jesus. Hast du mich lieb? Fragt er den Mann, der ein paar Stunden vorher gesagt hat, den kenne ich gar nicht. Dem habe ich nichts zu tun, noch nie gesehen. Dem, sagt er, hast du mich lieb und beauftragt ihn gleich noch, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ja, unser Herr Jesus prüft unseren Glauben und unsere Liebe auf Echtheit. Wisst ihr, mit einer schönen Wetter- und Allwetterliebe, einer schönen Wetterliebe hat der Herr nichts zu tun. Er will uns reinigen. Er will uns reinigen von den Schlacken unserer so stinkenden Selbstverliebtheit. Denn die Selbstverliebtheit steht der Liebe zum Heiland wie nichts anderes im Wege. Es ist nicht die böse Welt um uns herum, die ist auch da. Es ist nicht die böse Welt, die uns daran hindert, Jesus zu lieben. Es ist unser eigenes selbstverliebtes Herz. Dieses Drehen um die eigene Achse. Ich, meiner, mir, mich. Ich bin der Mittelpunkt des Lebens, der Welt, des Universums. Ich bin das Wichtigste. Pustekuchen, nix. Das, genau dieses Selbst. Diese Selbstbeweihräucherung, diese Selbstverherrlichung, diese Selbstliebe, die hindert wie nichts anderes die Liebe zum Heiland. Und davon will er uns befreien. Und deshalb mutet er uns schwere Dinge zu. Deshalb verordnet er Dinge in unser Leben, die uns überhaupt nicht gefallen. Ich denke an einen Freund von mir, so alt wie ich, einst nichtgläubig, vor vielen Jahren, wohlhabend, politisch engagiert, ganz oben. Dann kam er zum Glauben. Vor vielen Jahren. Während einem Gottesdienst, auch in der Landeskirche, bekehren sich im Gottesdienst noch Leute, wenn man sie dazu aufruft. Das war so. War nicht der Einzige. Und heute, viele schwere Führungen. Krankheit, der kann fast nicht mehr gehen. Krankheit, Verluste, unwahrscheinlich. Äußerlich ein gebrochener Mann. Aber an ihm bewahrheitet sich jetzt genau das Wort des Herrn. Der äußere Mensch zerfällt und der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Das kann man bei ihm ablesen, mein Freund. Kann man ablesen. Das ist der Weg, den der Herr uns führt. Das lässt er auf uns zukommen, um uns zu läutern, damit unser Glauben, unsere Liebe geläutert werden. Dass wir nicht bloß davon quatschen, sondern dass es echt wird. Ja, Jesus lieben. Dabei geht es nicht um ein paar süßliche Gefühle und Gedanken, auch nicht, wie vorhin gesagt, um ein bisschen Jesus-Begeisterung. Da geht es um Hingabe an ihn.
Wir reden gerne von unserer Hingabe an Jesus. Ist es auch so? Vielleicht habe ich es hier schon mal gesagt. Ich liebe so einen Gedanken von unseren Glaubensvätern, unseren württembergischen, also ob es jetzt keiner auswendig, ja, egal. Erst wenn der Geldbeutel bekehrt ist, ist auch das Herz bekehrt. Ah, du hast vor Jahren mal in Idea so eine schöne Karikatur, da wurde einer getauft, völlig runter, und dann hat er die Hand hochgeholt und in der Hand war der Geldbeutel. Also der kommt nicht mit ins Grab, der kommt nicht mit in den Tod. Ist der Herr auch Herr über deinen Geldbeutel, über deine Hobbys, über deine Freizeitgestaltung etc.? Hier geht es um Hingabe. Liebe ist Hingabe, Hingabe ist Liebe. Wahre Liebe gibt sich doch nicht mit Halbheiten zufrieden. Wahre Liebe gibt sich nicht mit Halbheiten zufrieden. Sie will sich an das Geliebte gegenüber ganz hingeben, so wie Jesus sich an uns ganz hingegeben hat, für uns ganz hingegeben hat. Und deshalb sagte jemand mal treffend, das Maß der Liebe ist, was man bereit ist, dafür hinzugeben oder aufzugeben. Wie viel bist du bereit, wie viel bin ich bereit, wie viel sind wir bereit, für den Herrn Jesus, für den Heiland aufzugeben? Bereit, bis zu einem gewissen Grad zu gehen, bis zu einem gewissen Punkt zu gehen und sagen, hier ist Schluss, mehr nicht. Diese Frage müssen wir uns stellen, ob sie uns gefällt oder nicht. Denn es ist genau die Frage, hast du mich lieb? Also wie viel sind wir tatsächlich bereit? Das muss jeder für sich im stillen Kämmerlein mit sich und Gott abmachen. Wie viel sind wir bereit, für Jesus wirklich aufzugeben? Damit bekunden wir ja die Tiefe oder eben weniger Tiefe unserer Liebe zu ihm. Der Apostel Paulus hat diese Frage für sich beantwortet. Unmissverständlich. Er sagt, ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Das ist eine klare Ansage. Ich bin bereit, nicht nur mich binden zu lassen, gefangen nehmen zu lassen, einsperren zu lassen, vielleicht foltern zu lassen. Ich bin bereit zu sterben. Liebe ist bereit, für den Geliebten zu sterben. Eine Mutter, die ihr Kind liebt, von Herzen liebt, springt, auch wenn sie nicht schwimmen kann, ins Wasser, wenn das Kind am Ersaufen ist. Er säuft lieber selber, als dass ihr Kind ertrinkt. Bereit für Jesus zu sterben? Ich habe vorhin schon gesagt, das kann noch auf uns zukommen. Ich weiß es nicht, ich bin kein Prophet. Aber ausschließen würde ich gar nichts. Und dieser Liebe, dieser Bereitschaft begegnen wir ja nicht nur bei Paulus. Ein Strom von Märtyrerblut bewegt sich durch die Jahrhunderte der Geschichte. Und dieser Strom wird immer breiter und immer tiefer. Täglich sterben Leute für den Heiland, weil sie nicht bereit sind, ihm abzuschwören. Und diese Blutszeugen, die ihr Leben geben für Jesus, bekunden damit, dass sie den Herrn Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben. Die Liebe zum Heiland befähigt sie zu übermenschlichen Opfern. Und da wird etwas wahr von diesem alten Lied, ich bete an die Macht der Liebe. Die Macht der Liebe. Und um diese Liebe dürfen, nein, um diese Liebe müssen wir beten und flehen. Denn von uns aus haben wir sie nicht. Da steht uns, wie schon vorhin gesagt, unsere Selbstliebe im Wege. Nein, von uns aus können wir den Herrn Jesus nicht so lieben, wie er es verdient, geliebt zu werden. Und im Grunde genommen wollen wir es vielleicht nicht einmal. Und er kann uns tausendmal befehlen, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft.
Wir können tausendmal diesen Befehl, dieses Gebot hören und trotzdem kriegen wir es nicht hin. Wie recht hat doch der alte Kirchenvater Augustinus, wenn er in diesem Zusammenhang sagt oder betet, gib, was du befiehlst und dann befiehl, was du willst. Bevor wir Jesus wirklich lieben können, mehr lieben als alles und alle anderen, muss er unser Herz mit seiner Liebe erfüllen. Und wie gut, dass der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, davon spricht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn du wiedergeborener Mensch bist, dann ist die Liebe Gottes in deinem Herzen ausgegossen. Die Frage ist, wie viel Raum hat sie? Wird sie verdrängt von allen möglichen Nebenliebschaften? Gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Und dann haben wir einen Auftrag. Einen Auftrag, den wir aus Liebe zu unserem Herrn wahrnehmen und ausführen, solange wir auf dieser Erde sein dürfen oder müssen. Jemand sagte, wir haben einen Auftrag, für den es sich lohnt zu leben, und wir haben einen Herrn, für den es sich lohnt zu sterben. Können wir, wollen wir diesen Satz überhaupt nachsprechen? Ja, jetzt dürfte es nicht wenig überraschen, wenn ich behaupte, hat die Liebe zu Jesus unser Herz erreicht und in Beschlag genommen, dann treibt es uns immer tiefer hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Dann haben wir Verlangen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist ja auch so ein Problem. Ich rede nicht wieder Blinde von der Farbe, das ist ja auch so ein Problem bei vielen, vielen Christen. Wenn ich Menschen im Gespräch vor mir habe, will, dass sie rote Ohren bekommen, will ich eigentlich nicht, aber sie kriegen es trotzdem, muss ich nur fragen, wie sieht eigentlich deine Gemeinschaft mit Jesus aus, im Kämmerlein, dein Betrachten des Wortes Gottes, dein Gebet, nur eigentlich auch schon ab und zu, aber jeden Tag 5 Mahlzeiten, dass der Bauch dicker wird, das ist okay. Die Seele darf ruhig verhungern dabei, gell? Und die Väter haben gesagt, das Gebet ist das Atmen der Seele. Da denke ich also, gut, keiner möchte lange gern in einer stickigen Bude hocken. Dann sagt man, ich brauche frische Luft. Ja, hallo, wie soll dein geistliches Leben, deine Liebe zu Jesus, dein Vertrauen, wie soll das wachsen, wie soll das reifen, wenn du, ja, wenn du vielleicht einmal in der Woche 2 Verse aus dem Losungsbüchlein liest und dann auch noch zwischen Tür und Angel, komm, Herr Jesus, sei unser Gast, wenn es was zum Essen gibt, gell? Wie soll das funktionieren? Gar nicht. Aber ich mache jetzt gar kein Gesetz, sondern ich sage, wenn die Liebe zu Jesus dein Herz erfüllt, dann sehnst du dich nach Gemeinschaft mit ihm. Dann kannst du gar nicht anders. Wer liebt, der wird doch hingezogen zum Geliebten. Da ist das Verweilen in seiner Nähe, wird doch nicht langweilig. Da kann ich doch nicht sagen, jetzt habe ich 5 Minuten schon Stille gemacht, jetzt langt es aber. Dieses Brautpaar möchte ich mal sehen, die auf dem Bänkel sitzen bei Nacht und Nebel oder bei Sonnenschein oder Mondschein, je nachdem, was gerade für Tageszeit ist. Ja, jetzt haben wir schon 5 Minuten miteinander geredet, jetzt langt es. Also, wo stimmt doch da was nicht? Also von großer Liebe kann man da nicht unbedingt reden. Ja, und wie ist es dann, wenn mich diese Liebe zum Herrn nicht nur in seine Gemeinschaft zieht, nicht nur eine Sehnsucht nach seiner Gemeinschaft in mir auslöst. Wie ist es dann mit dem Gehorsam? Ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn immer der Finger hochgehoben wird. Du musst gehorsam sein. Der Herr Jesus sagt doch was anderes. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Kann doch, natürlich, beim Militär kann ich gehorsam befehlen. Ob es dem Rekruten dann schmeckt oder nicht, das ist eine andere Sache. Der sagt, ich muss halb, sonst kriege ich einen auf die Rübe. Oder wird Urlaub gesperrt oder sonst was. Wenn ich doch Jesus liebe, dann kann ich doch nicht sagen, ich muss ihm gehorchen. Dann heißt es doch, ich will ihm gehorchen. Ich will doch meinen geliebten Herrn nicht betrüben durch ständigen Ungehorsam, durch ständige Gehorsamsverweigerung.
Und wie ist es mit dem Dienen, ihm dienen? Gehört da ganz eng zum Gehorsam dazu. Wenn der Heiland mein Herz in Beschlag genommen hat, dann ist doch das Motto meines Lebens, mein Lohn ist, dass ich darf, nicht weil ich muss. Mein Lohn ist, dass ich darf. Dass ich die paar wenigen Jährchen auf diesem Planeten nicht sinnlos verblödeln und verplempern muss, sondern dass ich dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, dienen darf. Das ist doch ein Vorrecht. Das ist doch etwas Gewaltiges. Wir haben es doch gar nicht verdient. Wir sind doch dieser hohen Aufgabe gar nicht würdig. Und wie ist es mit dem Lebensstil? Da habe ich auch meine Probleme heutzutage, gebe ich ehrlich zu. Zu sagen, ich liebe Jesus und lebe wie alle Welt, das geht doch nicht zusammen. Ich möchte ja nie ein Gesetz machen, aber das geht doch nicht zusammen. Wenn er mein Herr ist, dann richte ich doch auch meine Lebensform, meinen Lebensstil an ihm und seinem Wort aus. Liebe zu Jesus heißt, er bekommt immer mehr Raum in mir und mein Ich verliert immer mehr Raum. So wie Johannes der Täufer sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Oder wie der Liederdichter Terstegen singt, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Was dem Ganzen dann die Krone aufsetzt, das finden wir beim Apostel Paulus. Seine Jesusliebe kennt keine Grenzen. Und das sehen wir am deutlichsten, natürlich an vielen Stellen, aber sehr deutlich, wenn er im Philipperbrief schreibt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Das ist Liebe. Beim Geliebten sein wollen für alle Ewigkeit. Welch ein Liebesverlangen spricht aus diesen Worten des Apostels. Welch eine Sehnsucht. Daheim sein zu dürfen beim geliebten Herrn. Vor stark einer Woche stand ich am Grab in der Nähe von Reutlingen eines Freundes, auf jeden Fall guten Bekannten, tief entschieden gläubiger Mann. Wisst ihr, wenn ich da so jemanden im Sarg liegen sehe, und das sage ich jetzt aus tiefer Überzeugung, den beneide ich. Der ist daheim. Der ist daheim. Paulus sagt, solange ich noch hier bleiben will, ist es okay. Dann habe ich noch einen Auftrag. Aber habe ich Sehnsucht, daheim zu sein bei meinem Herrn? Kann ich sagen, ich habe auch Lust, aus der Welt zu scheiden? Aber jetzt noch nicht. Ich stand mal am Krankenbett, habe in der Gemeinde auch 17 Jahre Krankenhausseelsorge gemacht. Alte Frau, Mitte 80, Bein amputiert, krank. Ich gehe davon aus, sie war nicht gläubig, ich kannte sie nicht. Wissen Sie, wenn ich nur noch eine Weile hier bleiben dürfte? Wenn man den hochtrabenden Begriff von Lebensqualität anwenden möchte, da war von irdisch betrachtet Lebensqualität gar nichts mehr da. Aber noch eine Weile da bleiben. Ja, warum? Warum? Muss ich selber beantworten. Wenn jemand sagen kann mit dem Liederdichter, wenn ich nur Jesus habe, dann gilt mir alles gleich, bin am Bettelstabe noch wie ein Königreich, dann habe ich auch etwas von dieser Sehnsucht begriffen. Und der Apostel Paulus, der ja ein frommer Mann war, der hat den Psalter vor- und rückwärts wahrscheinlich auswendig gekannt, der hat sicher immer wieder den Psalm 73 gebetet, wo dann Asaf sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und während der Apostel, zur Zeit des Apostels Paulus schon das Lied von Fürstin Reuß bekannt gewesen, er hätte sicher von Herzen mit eingestimmt in den herrlichen Vers, ich bin durch die Welt gegangen
und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Warum? Warum kann diese Frau das dichten? Weil dort in der anderen Welt meine große Liebe auf mich wartet. Jesus, mein Heiland. Weil dort und nur dort mein wahres Zuhause ist, meine wirkliche Heimat. Und deshalb hat ein Jesus-liebhabender Mensch Heimweh. Jemand sagte mal, wir kennen den Jung Stilling, ich bin sonst nicht immer glücklich mit ihm, aber selig sind die Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Hast du Heimweh? Wenn Soldaten an der Front sind, mein Vater war 6 Jahre im Krieg, 4 Jahre in Russland an der Front, was haben die Leute sich gefreut, wenn sie mal 14 Tage Heimaturlaub bekamen, nachher ging es wieder an die Front. Ich möchte heim, heim zu meinem Herrn. Hast du Heimweh nach Jesus? Das wäre ein deutliches Zeichen deiner Liebe. Heimweh nach Jesus. Er wird die, die sich an ihn halten, die ihn lieben, auch nach Hause bringen. Und bedenke, unaufhaltsam läuft deine, läuft meine, läuft unsere Zeit ab. Jede vergangene Stunde hat uns einen Schritt näher an die letzte Stunde gebracht. Vielleicht ist heute dein letzter Tag. Ich weiß es nicht, Gott weiß es. Und wenn dann dein letztes Stündlein schlägt, spielt keine Rolle mehr, überhaupt keine Rolle mehr, wer du auf dieser Erde warst, was du in den Augen anderer warst, wie viel Karriere du gemacht hast, wie viel Lob du geerntet hast, wie viel Anerkennung, wie viel Ruhm, was die Menschen von dir dachten oder eben auch nicht dachten. Da zählt doch letztlich nur eines. Waren deine Augen, egal was dir begegnet ist, Höhen und Tiefen des Lebens, in Freude und Leid immer auf ihn gerichtet? Den, der über allen Verhältnissen steht, der alles in seiner Hand hat, alle Macht hat im Himmel und auf Erden, sind und waren deine Augen auf ihn gerichtet? Und hast du ihn gekannt, wirklich gekannt, oder nur vom Hören sagen von ihm gewusst? Und hast du ihn zu deiner ersten Liebe erwählt? Sendschreiben an die Epheser schreibt, sagt der auferstandene Herr, ihr seid eine tolle Gemeinde. Bei euch läuft richtig was ab. Aber ich habe gegen euch. Da fällt alles andere hinten runter, das da war. Das ja nicht geleugnet wird. Aber es fällt alles hinten runter. Eins habe ich gegen euch. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und deshalb werde ich euren Leuchter wegpusten. Das gilt nicht nur für Gemeinden, das gilt auch für unser persönliches Leben. Wird in jener letzten Stunde diese Wahrheit in meinem Leben auch da sein. Er war meine erste Liebe, Sinn und Ziel meines Lebens, A und O meines Daseins. Er war meine kostbarste Perle, mein größter Schatz, mein höchstes Gut. Die Antwort auf diese Fragen gibst du, gebe ich, geben wir mit unserem Leben. Nicht nur mit unseren Worten, mit unserem Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, lieber, guter Herr, du stehst jetzt vor jedem Einzelnen von uns, vor unseren Herzen, vor unseren Augen. Und du fragst jeden von uns in dieser Morgenstunde, hast du mich lieb? Und lieber Heiland, wenn wir ehrlich sind, müssen wir bekennen, es mangelt uns an Liebe. Aber wir dürfen dich bitten, von Herzen bitten, mehr lieben möchte ich dich. Mehr lieben heilen dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich.
Und ich bitte dich, lass keins von uns so weggehen, wie es gekommen ist, sondern erwecke du in unser aller Herzen dieses Verlangen, diese Sehnsucht, dieses Heimweh nach dir. Herr, es wird einmal alles andere, was uns jetzt so unendlich wichtig scheint, abbröckeln und nicht mehr sein. Und dann bleibt nur das eine, du. Du sagst, suchet mich, so werdet ihr leben. Sucht nicht hier und da, suchet mich. Und ich bitte dich jetzt für uns alle, du kennst uns, jedes Einzelne, das jetzt hier sitzt. Und Herr, sollte jemand unter uns sein, der dich vielleicht noch gar nicht kennt, dann lass ihn nicht zur Ruhe kommen, an diesem Tag, in diesen Tagen, bis er zur Ruhe gekommen ist in dir. Rede weiter mit uns allen und lass nicht ab, lieber Herr, uns immer wieder neu zu mahnen, immer wieder neu auf dich hinzuweisen und hör nicht auf, an uns zu wirken, bis du dein Werk vollendet hast und wir dich in deiner Herrlichkeit mit deiner ganzen erlösten und vollendeten Schar anbeten, loben, preisen und rühmen in alle Ewigkeit. Dich, der du lebst und regierst in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.